Ein Wiener Internat, die berühmteste Schule des Landes, ehemaliger Sitz der Habsburger. Hier am Marianum werden sie gedrillt, die Kinder der besseren Gesellschaft, vorbereitet auf hohe Ämter und Karrieren. Es ist so diese Welt, wo man sich darstellen möchte als eben nicht nur reich, sondern auch gebildet. Und dafür braucht man so ein bisschen Bildung zum Drüberstreuen. Aber eigentlich geht es nicht um Bildung, sondern eigentlich geht es nur darum, seinen sozialen Status zu verfestigen. Ausgerechnet hier, zwischen Snobs und einem despotischen Klassenlehrer, ist Till nach der Scheidung seiner Eltern gestrandet. Till ist niemand, der total ankämpft gegen die Autoritäten vom ersten Tag, sondern eigentlich versucht, sich irgendwie durchzumogeln. Und je mehr Zeit vergeht im Roman, desto weniger klappt das. Till kriegt zunehmend Stress mit den Autoritäten, dem Lehrer und seinem verkrusteten Bildungsbegriff. Dann stirbt auch noch sein Vater. Till taucht ab in die Welt von Age of Empires 2, eines hochkomplexen Echtzeit-Strategiespiels. Und er hat damit Erfolg. Während seine Schulleistungen immer mehr absacken, steigt er auf zu einem international erfolgreichen Gamer. Doch das zählt nichts in der Welt der Erwachsenen. Was das Thema Gaming betrifft, sehe ich mich schon ein bisschen in so einer Vermittlerrolle, weil ich weiß, dass die Leute, die Bücher kaufen und die Leute, die Ahnung von Computerspielen haben, dass es da zwar Schnittmengen gibt, aber nicht wahnsinnig große. Und ich wollte zeigen, was passiert da eigentlich, wenn man spielt? Was bedeutet das? Und wie schwer ist es, von diesem Detailwissen, das Till hat, zu dem quasi Wissensstandpunkt seiner Mutter, diese Brücke zu überwinden? Allen Schikanen zum Trotz geht Till seinen Weg. Spöttisch und gleichzeitig einfühlsam erzählt Echtzeitalter von Drill und Rebellion, kleinen und großen Fluchten, erster Liebe, vom Erwachsenwerden. Es liegt eine Freiheit darin, seine Ängste wahr werden zu sehen. Denn Ängste, die wahr werden, hören auf, Ängste zu sein.